Ach, Fräulein Vido, Sie werden schon noch reden. Katja wird dafür sorgen. Da? Sie müssen kommen. Das geht jetzt nicht. Ich hab zu tun. Barton ist in Schwierigkeiten. Bleiben Sie mal kurz dran. Wo ist Barton jetzt? Ich erkläre Ihnen alles, wenn Sie hier sind. Aber zuerst ist der Große dran. Na, Großer? Ich nehme an, das Haus ist umstellt. Nur Sie und ich. Wer sind Sie? Ich bin im Auftrag von S.H.I.E.L.D. hier. Sie müssen mitkommen. Und wenn ich Nein sage? Das hier hat genug Energie, um den Planeten zu zerstören. Was soll ich Furys Meinung nach tun, ihn runterschlucken? Er strahlt eine Gamma-Signatur ab, die wir nicht aufspüren können. Und niemand kennt sich besser mit Gammastrahlen aus als Sie. Nur Sie und ich? Die waren noch überall. Und das Seekabel. Ich hab einen! Hilfe! Von hier ist alles klar. Der Rest liegt bei dir. Der Stark Tower ist ab sofort das Wahrzeichen für saubere, nachhaltige Energie. Sir, Agent Coulson von S.H.I.E.L.D. ist am Telefon. Bin ich da. Hab Feierabend. Sir, er lässt einfach nicht locker. Zeig Rückgrat, Jarvis. Die Werte scheinen stabil zu sein, denke ich. Natürlich, ich habe mich ja selbst drum gekümmert. Was mich zu meiner nächsten Frage führt. Wie fühlt man sich denn so als Genie? Naja, woher soll ich das denn wissen? Vielleicht solltest du deinen Arc-Reaktor fragen. Sir, das Telefon. Meine Kommunikationsprotokolle wurden überschrieben. Stark, wir müssen reden. Ja, okay. Wo habe ich denn das Telefon natürlich? Solltest du nicht angehen? Könnte wichtig sein. Phil klingt ziemlich besorgt. Phil? Sein Vorname ist Agent. Mhm. Da, meine Güte. Jetzt sind an. Sie sprechen mit der Android-Kopie von Tony Stark. Hinterlassen Sie eine Nachricht. Es ist dringend. Hinterlassen Sie sie dringend. Hinterlassen Sie sie dringend. Sicherheitspanne. Mr. Stark? Phil, kommen Sie rein. Wir feiern ein bisschen. Wieso eigentlich Phil? Geht es um die Avengers, von denen ich überhaupt nichts weiß? Ich dachte, die Avenger-Initiative wurde eingestampft. Und ich war sowieso nicht geeignet. Davon weiß ich auch nichts. Offenbar bin ich sprunghaft, egozentrisch und nicht teamfähig. Das wusste ich schon. Hier geht es nicht mehr um Persönlichkeitsprofile. Ey, immer schön mitlaufen. Was ist denn da? Ein Roboter. Den wir wieder nicht benutzen können. Ah, was sagt er? Nur Mechaniker können das natürlich. Klar. Das ist auch ganz sicher ein Mechaniker. Jetzt schnell für uns einen schönen Weg aus. Und hier. Wieder was zu machen.
Wir möchten, dass Sie sich das ansehen. Oh nein, gut. Offizielle Konsultation von 8 bis 5 an jedem zweiten Donnerstag. Das ist keine Konsultation. Was ist das alles? So war es richtig. Das ist... Das... Oh. Okay. Ich nehme den Jet und fliege heute noch nach DC. Du hast Hausaufgaben. Und zwar jede Menge Aufgaben. Jede Menge Hausaufgaben, aha. Armer Captain Steve Rogers. Ein Mann ohne Zeit. Buchstäblich. Als er Captain America wurde, erlebte er so viele Abenteuer und kämpfte gegen unglaubliche Feinde. Was die Zukunft ihm wohl bringen wird? Naja, Cap hatte viele seltsame Feinde, aber keiner war so gefährlich wie Red Skull und Arnim Zola. Ein Glück hatte er Hilfe durch Peggy Carter und seinen Freund Bucky Barnes. Schöne Nebeninformation. Schlafstörungen? Excelsior! Oh, wir haben einiges zu boxen. Und das ist ja der Mister Captain America. Können wir nicht. Und wir speichern mal. Und damit, Leute, das war's wieder für diesen Part. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann, ciao.